Herzlich willkommen in meiner Stube zu einer Solopartie Murph. Ich werde so ein bisschen die Regeln nebenbei erklären, die vom Spiel an sich überhaupt nicht. Es geht ja schließlich um Solo. Okay, grundsätzlich. Wir spielen 3 Jahre Runden, die jeweils 4 Züge beinhalten, jede Seite einmal. Ich sage dazu, wir spielen 3x4 Runden, also ich werde häufiger das hier Runde nennen. Normal wäre Siegpunkteleiste außen, wir wollen Punkte machen. Der korrupte Beamte ist der direkte Gegenspieler, der eigentlich sehr krass wie ein böser menschlicher Spieler meist agiert. Manchmal hat man eine Kartenkombination, die nicht ganz so schlimm ist, aber meistens eskaliert er voll. Der würde anfangen. Ich mache so als Hausregel, ich fange an, den kleinen Bonus gönne ich mir, bis ich häufiger gewinne. Ja, der hat besondere Regeln, kommen wir dann zu. Dann spielt wie im Zweispielerspiel der Großvisier mit, halt neutraler Spieler. Dessen Gebäude kann man aktivieren, kann man sonst von allen Mitspielern auch, aber von dem Roten hier im Solospiel, die darf man nicht aktivieren. Der aktiviert dafür nicht die von mir. Aufbau weiter. Auch alles ziemlich normal, halt wie ein Zweispielerspiel da mit der Kamelauslage und so. Dann sucht man sich von dem Solostapel 6 Karten, hat der, nämlich alle 6 Aktionen. Die von der Palastaktion, nenne ich sie jetzt mal, raus. Dann mischt man den Rest, legt 2 weg, die kommen nicht rein. Er macht eigentlich grundsätzlich 4 Sachen. Manche Karten kommen raus, wenn er da halt nicht weiter Punkte machen kann oder das Maximum erreicht hat. Davon nimmt man dann nochmal 2, mischt die 3 zusammen, damit die Palastaktion jetzt eine von diesen 3 ist und packt die letzte Karte oben drauf, damit es eine der ersten 4 ist und auf jeden Fall nicht die allererste. So, lass mich mal gleich überraschen, was er diesmal auf Lager hat. Ja, grundsätzlich sollte man gegen den Bot spielen, aber auch nicht vernachlässigen, dass man selber Punkte kriegt. Aber wenn man den überhaupt nicht ausbremst, dann hat man gnadenlos verloren. Mal schauen, was ich jetzt reiße hier. Ich bin gespannt. Let's go! Na, wenn ich schon vorne bin, dann will ich auch ganz nach vorne, glaube ich. Machen wir mal erstmal hinsetzen, dann gucken, was ich überhaupt machen will. Mauer. Mauer wäre nur eine. Moschee. Ich hätte ja gern Kamel. Ah, ich hatte gesehen, hier liegt Pfeffer mit einem Kamel und Pfeffer ist sehr selten. In diesem Sinne ändere ich meine Meinung. Ja, das mache ich. Gehe hier auf das Kamelfeld. Somit habe ich hier die Karawanserei-Aktion. Die heißt, gib ganz viele gleiche ab und so oft kannst du dir eine Karte nehmen. Detailregeln. Gibt es andere sehr schöne Videos. Also ich kriege jetzt eine lilane. Den gebe ich gleich wieder aus. Ein gleicher, ist ja lila. Und darf jetzt das, das oder die kaufen. Und im Moment darf ich auch nur eine Karte haben und ein Glück hatte ich mir das schon überlegt. Ich hole mal den Pfeffer und das Kamel. Dann ist der korrupte Beamte. Gucken wir mal. Moschee, als hätte ich es geahnt. Die Zugregel erkläre ich später, da hier halt auch gar keine Auswahl ist. Am Ende würde er hier hingehen und halt Moschee machen. Dann zählt er, wie viele Häuser er und der neutrale Spieler in dieser Reihe haben, also 1 jetzt. Und dann macht er, so oft wie er Häuser gezählt hat, diese Aktion. Moschee ist hier. Und hier steht drauf, Vorrang erster Fahrt mit Kamel. Also nimmt er jetzt seinen Roten, holt sich dieses Kamel und hat 1 Schritt auf dieser Leiste gemacht. Das ist schon mal nicht so schön, finde ich. Das wäre halt meine andere zweite Aktion wahrscheinlich gewesen. Also was ich sonst gemacht hätte. Hier. Da ist er nämlich wieder vorne, was ich nicht gut finde. Jetzt kommt der Blaue dran. So, in den Solo-Regeln entscheidet der Spieler, der zuerst gezogen ist, das war ja ich, wohin der geht. Ja komm, ich mach mal so. Dann entscheidet der Bot, wohin der kommt. Und das ist, wo ich in der Querreihe die meisten habe. Das ist jetzt ja auch ziemlich simpel. Zack. Und der macht ja nichts weiter. Das war auch schon die erste Runde, wie ich sage. Der erste Zug in der ersten Runde. Er geht auf die 3, weil er kein Kamel besitzt. Ich bezahle mein Kamel, um auf die 1 zu kommen. Und der Rote freut sich, dass er 2 Kamele hat. Okay, ich gehe nach hier. Ich mache Schriftrollen, bekomme Orange und Lila.
zwei ungleiche abgeben, orange und lila, kriege ich zwei Schriftrollen. Und weil ich zwei Schriftrollen habe, darf ich mir einen Bonus von ihr aussuchen. Ja, eigentlich will ich Moschee auch machen. Also nehme ich Moschee. Vor allen Dingen würde er sonst dieses Plättchen nehmen. Ja, wenn man das alles weiß, was passieren wird, wenn man nicht vorher es selbst macht, dann kann man auch besser gegensteuern. Aber das ist jetzt eher ein Tropfen auf einen heißen Stein, würde ich sagen. Das heißt, ich schon fertig. Rot ist dran. Ja, er geht schon auf die Scoreleiste. Das finde ich aber ganz gut. Jetzt würde er dahin gehen, wo er die meisten hat. Gibt's ja sogar. Geht er also hier hin und setzt hier einen hin. Zwei Häuser. Macht jetzt zweimal. Also ne, bei zwei Häusern macht er nur einmal zum Glück. Und wo kriegt er die meisten Siegpunkte? Naja, er hat keine Schriftrollen, er hat noch keine Gewürzkarten oder Karawansereikarten. Er hat noch keine Güter von hier. Er hat nur einen Schritt dort. Und jetzt nimmt er mir nämlich den weg. Kacke, kacke, kacke. Gut, er kriegt hier einen dazu. Und ich weiß immer noch nicht, was seine anderen zwei Felder sind. Jo, ich habe hier zuerst gemacht, das heißt, ich entscheide blau. Ich mache einfach so. Querreihe, wo ich die meisten habe, sind diese beiden. Da muss ich glatt mal kurz auf meinen... Also man muss sich auf jeden Fall auch so einen Spickzettel machen für die Bot-Scheiße. Wenn man das ständig nachschlagen muss. Also irgendwann hat man es auch echt gut drauf. Aber manchmal, um ganz sicher zu sein, überprüfe ich noch, ob ich das doch richtig mache. Also, er setzt den blauen Gebäude, wo ich in Querreihe die meisten habe. Ja, soweit waren wir. Dann, wo er in der Querreihe die wenigsten hat, das wären auch noch beide. Dann möglichst nah am Aktionsfeld. Achso, das war es ja dann immer die schnelle Entscheidung. Nur ist dann da. Gut. Dann kommt blau. Blau geht auf die 3, ist zufrieden. Ich, schwarz, gehe auf die 2, mit leicht angepisst. Und rot spart sich eine Kamele und fängt an. Okay, dafür weiß ich jetzt wenigstens gleich, wo es weitergeht. Schriftrollen, ja. Hier gibt es keine Schriftrolle. Da gibt es auch keine Schriftrolle. Hier, hier, doch hier auch. Okay. Wo er die meisten hat, er hat da gar keine. Nee. Dann, wo der Großvisier die meisten hat, ups, das sind auch beide. Dann, wo ich die meisten habe, das wäre hier. Das ist gut, dass das weit hinten ist. Dann setzt er ein Haus dahin. Hat zwei Häuser, die er erzählen kann für sich. Und kriegt also auch zwei Schriftrollen. So wie ich. Und jetzt steht er auf der Karte, weil er jetzt ja auch so ein Plättchen kriegt. Vergleiche Anzahl Gewürzkarten mit Schritte auf Moschee. Schritte auf Moschee ist mehr, habe ich ihm aber schon geklaut. Das heißt für mich dann, er muss das mit den Gewürzkarten nehmen, was dann ne Kamel-Dings bedeutet. Jetzt kriegt er nämlich jedes Mal eine Karte nochmal mehr, wenn er das macht. Ich hoffe, er hat das gar nicht. Tja, das hätte ich gern aktiviert. Dann gehe ich wohl mal einfach nach hier. Ich gehe hier hin, bekomme dann Türkis und Orange. Diesmal nehme ich mir sogar mal. Scheiße, das habe ich nicht durchdacht. Dann gehe ich dahin, kriege zwei Orange, mache jetzt diese Aktion hier. Ich habe komplett, ach Markt, Marktplatz heißt das, so. Ja, und da ich nur Orange habe, gebe ich einen Orangenen ab, um hier bei Orange hinzugehen, das Kamel zu kassieren und eine einfache Ware zu erhalten. Also hier ist nur wichtig, ob die blau oder so golden, sage ich mal, sind. Was drauf ist, ist eigentlich auch Wumpe. So, dann bleibt noch der Blaue. Zuerst hat Rot gemacht, das heißt, Rot entscheidet, wo der hingeht. Da, wo ich die meisten habe. Deswegen ist auch gut, Kontrolle über den zu haben, weil der blockiert sonst immer, wenn der noch vor einem hier dran ist, genau die Reihe wahrscheinlich, wo man am liebsten selber hinhält. Ja, habe ich nicht. Dann, wo er die wenigsten hat, ja, wäre das hier, ne? Also, muss noch aussetzen. Jobba, dobba, komm, ich mach mir mal hier vielleicht so eine Reihe, die ich dann doch mal aktiviere. Dann kommt Rot und hat zwei Kamele, die er dafür ausgibt, auf die 1 zu kommen. Dann kommt Blau, kriegt ein Kamel. Und ich krieg ein Kamel. Erstmal ist Rot. So, Rot macht Marktplatz.
Da macht er viel. Ja, Auftrag erfüllen hat er auch. Schriftrollen hatte er auch. Oh, oh, das wird eine böse Partie. Jo, wollen wir das auch frei? Da und da. Naja, und dann da, wo er die meisten hat. Also da wohl. Dann geht er schon in die Mitte und wäre die Entscheidung für mich schon mal entfallen. Dann macht er zweimal, aber hier steht einmal, also das ist immer nur einmal, wie beim normalen menschlichen Spieler. Dann braucht er auch erstmal innen irgendwas, dann geht er, glaube ich, so im Uhrzeigersinn. Tschak. Also, und er kriegt so eine blöde Ware. Ich gebe ihm jetzt die Apfelsine, eigentlich würde ich Weintrauben kriegen. Ich habe mir auch eine Pistazie genommen statt das Orange. Ich glaube, ich gehe hier hin und mache Mauern. Hat mich gerade spontan mal so gereizt. Orange, lila und beige. So, ich habe vier Dinger. Da sollte ich doch auch vier Mauern machen, wa? Also, ich kriege zwei von denen. Einmal lila und ein hiervon. Zack, und bin pleite. Komm, wir machen erstmal Punktemaximierung. Das, dafür kriege ich. Weil fremdes Gebäude steht hier, gibt zwei dort oben. Und meins gibt mir ein. Also habe ich drei und nochmal drei. Macht sechs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann will ich ja wohl mal hier noch hin. Das gibt nochmal zwei. Ja, komm, schütze ich hier die ganze Ecke. Kriege ich nochmal ein. Dann ist Blau. Rot war zuerst und setzt Blau da, wo ich die meisten habe. Das hier. Dann darf ich entscheiden, ich mache hier. Man kann so viel in diesem Spiel durchdenken, wenn man das möchte und kann. Okay. Blau hat, oh, Blau hat ein Kamel und geht auf die 2. Rot hat ein Kamel und geht auf die 1. Dann kriege ich wenigstens 4 Kamel. So, da gibt es Wertung. Für jedes Haus gibt es einen Punkt. Also, wie schon gesagt, wir kriegen beide 4 Punkte. Dann wird hier unten gewertet. Ich habe ja keinen drauf. Er muss dafür nichts ausgeben. Ich müsste schon. Ein Punkt pro Schritt ist nochmal ein Punkt. Nicht viel, aber bringt ihn in Führung. Hier ist noch keiner. Das würde noch Punkte geben. Wenn man so ein Kärtchen hätte, würde es noch Punkte geben. Aber ist ja nicht. Dann zweite Runde. Und jetzt greifen am Ende der Runde vor der Wertung die Mongolen an. Rot beginnt. Wir müssen seine 4 Karten mischen. Ein Stoßgebet zum Brettspielgott schicken, dass er die Schmach der 20, 30, 40, 50 Punkte mehr Niederlage verhindert. Okay. Er macht Moschee. Hier ist noch ein Freis, das heißt, er geht hier hin. Dann macht er das zweimal. 1, 2. Für dieses Plättchen bekommt er, steht auf der Karte, 30 Punkte. 1, 2, 3. Und schon geht's los. Und das bekommt er einfach auch. Ist aber auch nochmal ein Siegpunkt. Blau, er setzt Blau, wo ich die meisten habe. Ich ist einfach hier. Und wahrscheinlich wäre ich da hingegangen. Und ich darf entscheiden, wo. So. Und dann bin ich. Ja, spontan halte ich das hier für nicht ganz unklug. Ich gehe dorthin und aktiviere Blau. Dann bekomme ich Lila, Türkis und Lila und mach Moschee. So, einen darf ich umsonst machen. Dann mache ich erstmal Lila, Türkis. Ich darf so ein Plättchen legen. Und dann mache ich mal ein Gratis. Also ein Würfelbeleger. In dem Fall ist das ein Gratis-Schritt. Und bekomme schon mal hier ein. Das ist gut. So. Dann kommt Blau. Auf Platz 3. Rot auf die. Ne, ich bin ja schwarz, aber ich habe ja 4 Kamele. Dann muss ich mir mal den Luxus gönnen und Rot kommt dorthin und hat wieder ein Kamel. Ach, Kinders, komm, ich gehe hin. Mache Karawanserei. Hab natürlich wenig zu Ende gedacht. Mal gucken, was gleich rauskommt. Orange, Türkis, Joker und Beige. Und ich brauche gleiche. Ja, okay. Dafür jetzt ein bisschen suboptimal. Das heißt, ich gebe 2 aus. Den Joker.
und den Lila nehmen dann. So, und dann darf ich mir zwei Karten nehmen. Dann nehme ich schon mal die mit dem Kamel. Ich darf mittlerweile drei verschiedene haben. Und jetzt darf ich ja eh nur die kaufen. Oder ich muss ein Kamel opfern. Aber ist mir ja recht. Also hole ich mir noch die. Dann kommt Rot. Schriftrollen. Ist hier unten noch viel frei. Da muss ich wieder kurz spicken, weil es ja zweimal gibt. Ach doch, ich glaube, das ist das Feld, weil er geht immer aufs Weiteste und der immer ans nächste Feld. Freies Feld, wo er die meisten hat. Wo der Großvisier, wo ich die meisten möglichst weit vorne. Ja, vorne ist das. Hier zum Glück jetzt nur einmal Schriftrolle. Und das war's. Dann kommt Blau. Ich darf Blau setzen. Also. Okay. Was soll's? Ich hau den hier hin. Häuschen dorthin. Er hat kein Kamel, geht auf die 3. Dann bin ich, gehe mit einem Kamel auf die 1. Deswegen kriegt Rot noch ein Kamel dazu und ist auf der 2. Ja, ich muss mal endlich einen Score-Scheiß machen und nach vorne gehen. Ich gehe nach hier, gehe nach dort, bekomme Orange, Orange und Türkis. Das heißt, ich bezahle ein Orangen, um den hier reinzusetzen. Dann kommt Rot und macht wieder Mattplatz. Ja, hier ist noch ein Freier. Dann geht er hier hin, dorthin, aktiviert Würde dreimal, aber nur einmal zum Glück. Ja, und jetzt baut er außen. Ja, nein, da ist, geht er dorthin. Dann bekommt er hier wieder einen dazu. Und einmal normale und einmal Special-Ware. So, jetzt steht unten noch Aufträge erfüllen. Wenn er es nicht schon letzte Runde hätte machen können, aber ist ja egal. Ich habe ja keine weggeholt. Der scheißt doch auf die Voraussetzungen, der macht halt das Beste. Vorrang ist, glaube ich, beschützen. Das müsste auf jeden Fall leider gehen. Er muss nichts bezahlen, weil mit Rohstoffen hat das ja nicht so. Dann ein hiervon drauf, ein davon drauf, ein davon drauf. 12 Punkte. 21. Und dann kann er zum Glück erstmal nichts weitermachen. Ja, Karten muss ich später nachlegen. Blau, ich zuerst. Dann setze ich den hier hin. Dazu. Ich mach so. Rot hat zwei Kamele. Kauft sich also leider auf die 1. Blau hat keine Kamele, aber jetzt schon 1. Und ich kriege wenigstens noch ein Kamel dazu. Das heißt, Rot macht wieder Palast. Rot geht hier hin. Rot setzt ein Haus. Rot macht dreimal das. Ein Glück ist das nur einmal. Er hat immer noch 3 Schriftrollen, keine Karten. 3 Waren und Schritte dort, 1, 2, auch 3. Okay, bei Gleichstand geht er immer ganz links, was schon wieder Kacke für mich ist. Er bekommt 2 Siegpunkte. Dann darf ich. Oder Moschee. Ich gehe nach da. Nehme mir Orange, Türkis, doch, da kriege ich auch Türkis, Weiß und Beige. Lege mal zur Seite hierfür. Orange, Lila habe ich nicht, aber Orange hätte ich nochmal. Okay. 4 verschiedene, ich mache Schriftrollen. Kriege 4 Schriftrollen. 1, 2, 3, 4. Damit bin ich bei 6. Krieg nochmal hier Bonus. Das ist das Schicksal entscheiden. Hier kommt der. Und den bekomme ich auch noch. Okay, Mauer mache ich sonst immer am liebsten. Ach, was soll das Scheiß? Ich werde eh verlieren, von daher, ich mache jetzt das mit der Karawane. Ah, ich habe nicht nachgelegt, immer noch nicht. Aber ist egal, es wäre die Karte. Ja, ich nehme die auch. Dann habe ich 2 Ingwer und darf einen Soldaten zum Schutz hinpacken. Dann will ich die Reihe machen. Achso, du wirst sie trotzdem nicht erhalten, aber machen wir den dorthin. Was ist jetzt hier schief gelaufen? Habe ich nur den roten falsch gesetzt? Ja, ich habe den roten nur falsch gesetzt. Das habe ich ja gemacht. Gut. Hui! Blau. Ich war zuerst. Ich habe keinen Nerv mehr, ich setze. Ihr hört das Kamel? Ich glaube blau.
Kalkstein hier, dann kann er nichts bauen. Ich hoffe, ich habe das ganz richtig durchdacht. Dann geht er mit dem Kamel auf die 2. Rot geht auf die 3 und holt sich Kamel. Und er geht drauf. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Wenn nicht, wäre wahrscheinlich ja Rot jetzt doch vorne. Gut. Dann sind wir schon wieder durch. Dann kommen jetzt die Mongolen. Die greifen jeweils 2 Felder an. Die Roten sind immer geschützt. Also tschüss, 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 tschüss. Bei mir tschüss, tschüss, tschüss. Geschützt, mit Mauern geschützt. Dann bekomme ich 3 Punkte. Schon bei 7, yeah! Habe ich unter 50 sogar Ende, dann erschieße ich mich, glaube ich. Nee, dann verbrenne ich das Spiel, weil es scheiße ist. Okay. Und er kriegt wahrscheinlich 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann sind wir hier. Ich werte meine Schritte hier. 1, 2, 3. Er auch 3. 1, 2, 3. Und hierfür auch nochmal 3. 1, 2, 3. Palim, palim, letzte Runde. Ich mache einfach mal Mitte. Okay, kriege ich nur eine Sache, aber was soll's. Ich habe immer noch nicht nachgelegt, aber ist immer noch nicht unbedingt nötig. Das heißt, ich mache das oder das, dann stellen wir noch hier wieder einen hin. Ich bekomme einen Türkisen. Und darf jetzt für gleiche Karten kaufen. Ja komm, ich mache das Maximum mal. Das wird ja das letzte Mal sein. 3 Türkise. Oh, das hatte ich ja noch gar nicht. Ich kaufe das, dann habe ich ein Vierer-Set, das sind wenigstens 10 Punkte. 1, 2, ich bekomme einen Schritt auf dieser Leiste. Jetzt muss ich doch mal nachlegen. Ich habe 2 Karten weggekauft. Da müssen ja mindestens 6 liegen. So, ich hätte gern Zimt oder Pfeffer. Dann hilft wohl alles nichts. Ich muss jetzt mal eine große Kamelensammlung auflösen, um die noch zu nehmen. Dafür bekomme ich nochmal einen Jokerwürfel. Mensch, dafür, dass ich keine Kamelkarten sammeln wollte, habe ich ganz schön viele. Dafür, dass ich die Moschee hochgehen wollte, bin ich da noch nicht sehr weit. Ein sehr unterhaltsames Spiel. So. Ich darf blau setzen. Ja, natürlich muss ich den blocken. Und er sagt, wo ich die meisten habe, wo er die wenigsten hat. Und er ist, glaube ich, wieder am nächsten am Feld dran. So. Rot. Womit beginnt er? Mit Moschee. Dann geht er hier hin. Ja, macht da, wo er die meisten hat. Ne? Kriegt er 2-mal Moschee. 1, 2. Hierfür bekommt er wiederum 3 Punkte. Das ist bei 40. Und dort mit die meisten Siegpunkte. Oder nicht? Ich mische die beiden und er kriegt die eine. Rot hat ein Kamel. Kauft sich auf die 2. Schwarz. Oh, ich wollte hier noch ein Kamel ausgeben. Das muss ich auch noch machen. Dann gebe ich hier mein Kamel aus für den Moschee-Track. Lila habe ich so selten, ne? Hier war ja Angriff, der ist weg. Weil wenn das Päckchen liegt, kann man es auch nicht mehr schützen. Den habe ich vergessen abzuräumen. Ach Mist, das war ja auch mein Joker, da hätte ich sogar mehr machen können. Naja, wie dumm. Damit beschlossen, ich muss mich auf die 1 kaufen und blau geht auf die 3. Weil ich sonst gar keine Punkte mehr bekomme. Das heißt, ich beginne, gehe hier hin.
Ja, ich hatte ja auch gesagt, ich muss dringend Moscheefeld besetzen. Das einzig frei, glaube ich, ist auch das hier nur. Tschak, dann bekomme ich jetzt lila, orange, türkis, türkis, weiß und beige. Und bin bei der Moschee und darf einmal günstiger. Und das hier sind alles Joker. Okay. Ich brauche lila und orange. Habe ich. Zack. Ich darf wiederum einen Soldaten setzen. Ja, geht ja nur noch um Punkte. Ich habe den falschen gesetzt. Ich brauche beige und Dings. Und lila und orange habe ich dann auch schon bezahlt. Soldaten habe ich gesetzt. Dann kriege ich hier noch. Kurz umgedacht. Ich nehme lieber das Feld. Und dann nehme ich hier die Karawanen. Punkte. Dann gebe ich doch den einen ab, nutze meinen Bonus, um dorthin zu gehen. Yes, dann bekomme ich einen ganzen Siegpunkt. Aber viel wichtiger, ich darf gratis hier einen hinsetzen. Scheiß die Wand an, ich setze den hier hin. So, dann zwei von denen. Kriege ich zwei Punkte. Und nochmal einen hier und nochmal einen Punkt. Zwei Orange habe ich auch. Yes. Aha. 1, 2, 3. Bisschen Genugtuung. Und ich darf eine Mauer setzen. Ups. Und ich merke gerade, was ich dürfte noch gar nicht viel besitzen. Ja, dann mache ich das, was das ausgleicht. Dann nehme ich die gratis Mauer für hier. Habe ich mir 3 Siegpunkte schon gegeben? Na, kommt eh nicht drauf an. Aber ich fürchte, ich habe es gemacht. Damit kriege ich nämlich nochmal 3 Punkte. 1, 2, 3. Und jetzt ist mir auch gestattet, die Gewürzkarten alle zu haben. Dann bin ich glatt fertig. Dann ist rot. Rot macht Schriftrollen. Das wäre hier. Dreimal Schriftrolle. 1, 2, 3. Dann ist er bei 6. Dann bekommt er hiervon zufällig, ist eh egal, weil ich schon habe. Können wir es auch sein lassen. Und hier Handelshaus, dann Moschee. In der normalen Aktion kriegt man ja von allen. Ach doch, da steht auch, dass er von allen kriegt, glaube ich. Nee, nur wenn er es macht. Für das Plättchen steht er nämlich, glaube ich, er kriegt nur das, wo er jetzt das Plättchen hinsetzt. Okay, das macht er aber. Das wäre jetzt wieder innen. Ob das oder das ist eigentlich egal. Aber dann kriegt er eine solche Ware. Ja, wenn ich das jetzt falsch auslege, hätte er, dann würde er auf jeden Fall nochmal 10, 12 Punkte oder noch viel mehr machen gleich. Mach ich Hausregel draus. So, blau, ich habe zuerst gemacht. Blau. Aber auf 3 will ich auch nicht unbedingt. Ach, ich stelle ihn hier hin. Dann kommt das Haus, wo ich die meisten in der Querreihe habe. Haha. Wo er die wenigsten hat, das ist hier. Also rot die wenigsten. Gut. Blau. Kein Kamel geht auf die 3. Schwarz. Kein Kamel geht nur rund auf die 2. Ah nein, jetzt muss er nicht was ausgeben. Und kommt auf die 1. Dann ist rot. Dann geht er dorthin, wo beide wieder die meisten haben. 2 und die Aktion, 2 und die Aktion. Dann geht er am weitesten wieder natürlich. Hör mal, was am schlechtesten für mich ist. Dann macht er das 2-mal. Das ist eigentlich relativ human. Er setzt auch ein. Er fängt immer oben links an, die hier zu beschützen. Das ist ja auch mal auf H2. Und er darf einen setzen. Ist er noch bei 6? Hier ist ja voll, dann ist das egal. 6. Ist dann leider auch hier. Das Kamel kann ich dann auch noch benutzen. Ja komm, ich mach hier. Ach, ich kann sogar noch einen hinsetzen. Kriege ich 2. Türkis und Orange. Und macht da Karten kaufen. Was aber nur mit gleichen gilt. Okay.
Aber das ist Joker und das ist Joker. Das heißt, ich habe drei Würfel, kann drei Karten kaufen. Dann kaufe ich erstmal diese hier. Zwei. Und das Beste wäre jetzt noch ein Zimt. Drei. Oh, mein Kamel. Da wollte ich nicht mehr nachlegen. Dann blau. Rot hat zuerst gemacht. Wo habe ich die meisten? Da stehe ich schon. Dann wo hat Rot die wenigsten? Das ist, würde ich sagen, hier. Und ich sag, ich will ja das besetzen. Ja, dann sage ich natürlich hier. Boah, da muss ich mal auf meinen Lack hoffen. Ich gehe auf für 3. Rot, genau für 1. Und Blau kriegt ein Kamel. Was jetzt auch egal ist. Rot macht das hier. Das gibt es sogar. Er hat keine Gebäude mehr. Ich vergesse das dauernd. Ja, da hat er die meisten. Da hat er mit ihm zusammen. Ja, natürlich. Dann geht er hier hin. Da macht er nämlich. Ach, zum Glück, er wird's. Da haben wir jetzt Glück, dass das 5 sind, aber nicht wirklich 5 Aktivierungen. Ja, dann holt er sich hier das nächste, kriegt hier noch ein. Jetzt kriegt er aber alle. Ja. Das heißt, 2 Supis, 2 normale und erfüllt Aufträge. Meiste Punkte zuerst. Hier gibt's 12. Einmal den, jetzt ist egal. Dann nimmt er lieber die billigere wahrscheinlich, weil er immer recht logisch handelt. Kriegt 12 Punkte hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und guck mal, was er noch machen kann. Ne? Die 10 klappe nicht. Das heißt, wahrscheinlich macht er das hier. Schriftrolle. Er muss auch nicht mehr dafür bezahlen. Dings und Bums. Kriegt er nochmal einen hier. 1, 2, 3 Punkte. Und nochmal 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo. Und dann kommt Blau. Er entscheidet Blau und blockiert natürlich mich da. Ich habe noch mein Kamel, dann gehe ich hier hin. Setz. Egal. Ich nehme Türkis. Den könnte ich sonst gleich zum Schützen benutzen, falls ich. Was will ich denn machen? Gewürzkarten natürlich. Oh, ich brauche auch Türkis. Das ist gut. Dann mache ich das auch erstmal. Dann verpfeffer ich den Türk. Kacke, ich habe ja nur. Ach doch, ich kriege ja den dazu. Ja. Den dazu. Und Gewürzkarten werden. So, und für mein Kamel. Ich hole mal den Jokerwürfel. Oh, und den Punkt sichere ich mir auch. Hol mir das. Tafeln habe ich hier genug. Das eine habe ich. Den gebe ich hier ab. Ich darf noch einen beschützen. Habe ich noch mal irgendwo ein Kamelfeld ergattert? Ja, hier. Das ist, aber es reicht nicht mehr. Ich glaube, ich habe einen ganz netten Endbooster noch, aber bin vorher nicht weit genug gekommen. Ja, 5 Punkte habe ich, glaube ich, nicht. 3, 4, 5. Den gesetzt habe ich. Das war's. Endwertung, wir müssen nichts mehr machen, ja. Ah doch, die Mongolen kommen einmal, aber ja, ist nur für mich interessant, weil es ja mir Punkte klaut. Check. Check. Warum habe ich denn den eigentlich? Achso, weil ich die Mauer später gebaut habe, glaube ich. Oh, ich habe vergessen, ihn abzuräumen, aber ist jetzt auch egal. Können wir jetzt auch mitnehmen. Und der ist geschützt. So, dann bekomme ich 4 Punkte. Er bekommt 9. Dann gibt es hier Punkte für ihn. Echt 5, nicht 6? Doch, hier rein ausgegeben, wollte ich gerade sagen. 6 mal 2 sind 12. Ich bekomme pro Gewürzkarte 10. Oh, nicht bei 36. Dann bekommt er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ich 9.
Nee, 2 mal 9. Dann ist keiner ganz oben. Wertungsplättchen. Er kriegt nochmal 3 Punkte pro Handelsding. 1. Vielleicht nur 1? Nee, 2. Du hast es ihm noch gegeben, weil er 2 hatte. Das sind nochmal 6 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Für mich pro Kamelfeld. Da habe ich gerade 3 gehofft. Was habe ich geschützt? Ja, 3. Sind nochmal 9. Dann bleiben nur noch meine Gewürzkarten. Er hat ja keine. Ich habe, achso, so rum. Ich habe ein Vierer-Set für 10 und 2 Dreier-Sets für 12. Das sind 22. Gar nicht so krass jetzt verloren, aber das war's nämlich. 96 zu 85. Naja. Trotzdem sehr geiles Spiel.